So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Der Bob ist auch am Start, den sieht man vielleicht hinter mir oder auch nicht. Hallo Bob. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Ihr kennt ja alle meinen Pokémon-Go-Namen, Aiwa Scharf. Und viele fragen natürlich immer, was ist denn Aiwa? Aiwa ist ja diese kaukasische Paprika-Gewürzpaste, die es im Glas gibt, in verschiedenen Schärfegraden, könnte man sagen. Aiwa Scharf, Aiwa Mild, Aiwa Pikant. Und jetzt haben wir was richtig Geniales entdeckt, nämlich Fleischbällchen mit Aiwa-Füllung und nicht irgendeine Aiwa-Füllung, sondern scharf, also genau passend zu Pokémon, Aiwa scharf, richtig genial. Die wollen wir mal heute probieren, haben gedacht, mach mal die warm, mach mal die kalt, kalt sind sie schon, ess mal die warm, ess mal die kalt. Jeder hat eine Packung, das seht ihr hier, das sind nämlich zwei Stück, da kann jeder eine essen. Und wir haben was ganz Besonderes damit vor. Ihr seht ihr nochmal aus Schweinefleisch, frittiert, mit Aiwa-Füllung, scharf, Nostia. Ist wahrscheinlich irgendeine richtig krasse Firma auf jeden Fall. Hammer außen, ich weiß gar nicht, woher die sind. Aus dem Lidl waren die, oder? Waren die aus dem Lidl? Genau, die müssten aus dem Lidl sein. Und die wollen wir jetzt mal aufmachen und jeder probiert mal ein kaltes Bällchen. Dann gucken wir erstmal, wie die kalt schmecken und haben dann noch was richtig Fettes damit vorartige. Richtig fett auf jeden Fall. So, Bob, du machst erstmal die eine auf und steckst dir mal einen in den Mund. Das ist richtig genial. Nicht zu viel, sonst kommt der Adi und isst ja eins weg. Boom, da aufgebissen, das seht ihr schon. Die rote Aiwa-Füllung, das sieht doch genial aus. Und was sagt der Fachmann dazu? Kann man essen? Schmeckt es fleischig? Ist es scharf? Es schmeckt, aber es ist nicht scharf. Es ist nicht scharf. Das ist ja das, was ich schon immer hier sehen habe. Ne? Ich kann das mal hier schlüssig beweisen. Ich habe mir letztens nämlich auch wieder hier so ein Glas Aiwa geholt. Auch Aiwa scharf. Aber ich finde halt, dass das nicht wirklich scharf ist. Also es gibt natürlich schärfere Sachen. Wenn ihr jetzt an Pfefferon oder Jalapenos denkt, die sind natürlich schärfer, weil das basiert ja auf Paprikaschärfe und Paprika sind für manche scharf und manche sagen, das ist nichts. Und richtige Männer brauchen natürlich dann Jalapenos, Pfefferon, sonst was. Aber trotzdem diese Kombination mit diesen Fleischbällchen und der Füllung fanden wir genial. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir da noch was Richtiges draus. So, und obwohl wir ja eigentlich den Bob da haben, der den Kameramann spielen könnte, will ich mal meine klassische Ramses Kitchen Perspektive hier aufmachen. Mach auch mal meine Packung auf von den Aiwa-Scharf Fleischbällchen. Junge, wenn ich das immer, wie ich das hasse, da könnte ich schon wieder einen Vorschlaghammer nehmen und die Packung aufmachen. Hör auf, mich unter Druck zu setzen. Nein! Wir melden uns zurück, wenn wir es aufhaben. Vielleicht bräuchte ich einfach mal toll. Oder so auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Da haben wir auch eins, das wollen wir natürlich jetzt auch probieren. So, wir beißen da auch mal ab, wie es der Bob gemacht hat. Jetzt habe ich das große Stück mit der Füllung schon weggegessen. Ja, schmeckt normal einfach nach Fleischklößchen vom Schwein. Von der Füllung merkt man nicht so viel. Und weil das uns nämlich zu unspektakulär ist, haben wir gedacht, wir machen uns heute eine Pizza mit Fleischbällchen und Aiwa-Füllung. Das aber nicht nur so. Wir wollen nämlich auch gleich nochmal den Test machen. Und dachten, wenn wir dann eine Salami-Pizza nehmen, ist das ja auch blöd. Dann ist ja der ganze Geschmack weg. Also statt Salami kaufen wir uns normale, herkömmliche Margarita. Aber nicht irgendwelche, sondern die hier. So, der Ramses greift natürlich wieder mal zu seiner Lieblingsmarke. Ja, aus dem Rewe. Denn egal wie oft ich ja Edelsalami probiert habe, die hat mir immer am besten geschmeckt von den Salami-Pizzen. Und andere Salami-Pizzen kamen dann nicht ran. Keine Ahnung warum. Ist das günstigste eigentlich, was man so kriegen kann. Da kostet das Dreierpack immer 2,49 € bei Salami. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal die Margarita probieren. Da ist es sogar noch genialer. Drei Stück für sagenhafte 1,99 €. Da wollen wir dann eine machen mit Fleischbällchen belegt. Einfach nur, dass der Geschmack wirklich um die Fleischbällchen handelt. Und um Katze, genau. Der Bob hat gesagt, er will aber luxuriös leben. Er lässt sich nicht lumpen. Der gönnt sich heute richtig. Und der hat sich gleich so einen Schinken hier geholt von
Dr. Oetker, La Mia Grande, hier mit Blatt, ne? Deswegen kostet das schon extra. 4 Käse und nochmal extra Käse für extra lecker. Richtig genial. Das andere Margarita, hier ist nur Käse drauf. Käse, okay. Wird nicht so viel dran ändern. Trotzdem ist da in dem Sinne kein weiterer Belag dabei. Und es geht dann um die Fleischbällchen. Was denkt ihr, wie viel so eine Pizza kostet? Macht mal Pause und schreibt mal kurz in die Kommentare, was ihr denkt, wenn ihr 3 Stück von den Margarita bekommt für 1,99. Wie viel kostet dann eine von Dr. Oetker, wo im Prinzip auch nichts drauf ist? Wir lassen kurz Zeit und melden uns zurück, wenn ihr einen Kommentar geschrieben habt. So, unten habt ihr richtig gelegen. Hier seht ihr es nochmal. 1,99 für die Pizza Margarita und 6,98 €, also 7 Euro für die andere. Das aber, weil er gleich 2 Stück genommen hat. Der ist nämlich richtig krass unterwegs und ihr seht, der Einzelpreis liegt trotzdem bei 3,49 €. Ihr kriegt also für den Preis, wo ihr hier eine bekommt, von Dr. Oetker schon 5 Stück von den anderen von, ja, Pizza Margarita. Deswegen wollen wir den Geschmackstest auch machen. Muss es immer das teuerste sein? Geht auch was anderes? Ja, bitteschön. Dann nehmen Sie den Zettel, Monsieur. So, der Bob fängt auf jeden Fall an mit seiner, ne? Da hat er schon seinen Karton. Ihr seht, wie die rausflutscht. Ist ja noch gefroren. Folie ist auch noch dran. Die macht er jetzt fix ab. Und dann wird die natürlich belegt mit den Fleischbällchen. Den Adi haben wir mal kurz rausgesperrt, dass er hier nicht ausrastet. Weil Pizza ist nämlich sein Lieblingsgericht. Da dreht er immer komplett durch. Ihr seht schon, Bob, der ist nämlich 5-Sterne-Koch. Deswegen nimmt er auch nur beste Zutaten für seine Gourmet-Pizza. Und da wird wie ein richtiger Kenner das schön gehälftet und drauf verteilt, damit das auch nicht übersättigt ist für einen dezenten Geschmack, der aber nicht überfordert. So hat er natürlich noch genug da, um auch die nächste noch zu befüllen. Wunderbar abgelegt. Sieht schon aus, als wäre es fertig, wenn man von hier guckt. So, der Ramses, er tut jetzt erstmal die andere Packung hinstellen, damit nicht jeder von dem anderen die Mops. Haben wir also die, ja, Margarita. Wir machen es mal wieder Bock. Schmeißen da auch eine hin. 2 tun wir wieder weg. Und vielleicht fällt euch auf, dass sie irgendwie viel kleiner wirkt, ne? Ist auch nicht so viel Käse drauf. Das andere sind ja 4 Käsesorten. Ihr habt ja hauptsächlich diesen Pizza-Käse. Aber egal, dafür haben wir ja 3 Stück für den großen Hunger. Und die passen eh nicht zu zweit drauf, wenn beide riesig wären. Also nehmen wir eine kleine, die können wir in die Ecke schmeißen. Eine Ramses, der mag es ja eigentlich deftig. Ja, das ist Käse, das... Oh mein Gott, das sieht man schon. Hier, den kann man nochmal drauf verteilen. Dann ist die ganze Hand voll. Wir hauen uns gleich oben ein paar drauf. Die halten nämlich nicht, deswegen hat der Bob die wahrscheinlich geschnitten. Hauen uns da einen richtigen Knüppel drauf. Fertig. Wir haben nämlich Hunger. Und wenn wir keine Bälle mehr haben, dann holen wir uns für die nächste einfach nochmal welche. Das ist alles kein Problem. Dürfte ich da theoretisch noch Käse drauf machen oder ist es verboten? Weil du hast ja auch so viel Käse. Ah! Hauptsache es fällt erstmal alles runter. Und wenn die nicht halten, dann drückt man die einfach ein bisschen ein. So. Eigentlich ist es dumm, wenn ich es dann hochhebe, fällt eh wieder alles runter. Aber das letzte Bällchen haben wir auch. Das setzt man noch hier an die Ecke. Darf dann noch Käse drauf oder nicht, Bob? Sag du jetzt. Mach welchen drauf. Weil du hast ja 4 Käse, ich habe nur einen Käse. Da werde ich mir doch wohl einen zweiten Käse erlauben können. Nur, dass das ein bisschen hält. Mal gucken, ob ich überhaupt Käse habe. Genau. Wenn der Ramses nicht weiter weiß, holt er sich immer Schmelzkäse. Den Schmelzkäse haut er einfach überall drauf. Ist am besten wieder hier schön an die Seite. Was brauchen wir da? So viel brauchen wir gar nicht, glaube ich. Nehmen wir einfach mal 3 Scheiben, denn wenn wir einen Käse haben plus 3 Scheiben, haben wir ja auch 4 Käse. Ne? Das ist schlau gerechnet.
Und den legen wir jetzt so hin. Eigentlich nur dazu, dass der die Fleischbällchen festhält und die nicht runterrollen. Aber so ganz geht das bestimmt eh nicht auf. Dann tragen wir es vorsichtig rüber. Legen es neben Bob seine Pizza. So. Das sieht doch gut aus. Der Unterschied, seht ihr, die ist im Prinzip genauso groß wie die. Das ist nur die Perspektive, dass das ein bisschen anders aussieht. So, jetzt machen wir natürlich noch den Ofen an. Wie immer hier 200 Grad eingestellt, Ober- und Unterhitze. Da kommen die jetzt rein und wir melden uns zurück, wenn sie fertig ist. Guck, da ist nichts drin. Super. So, Bob, bist du schon gespannt? Dann gleich geht's los. Die Handschuhe sind an. Der Ofen geht auf. Wie das duftet. Und gleich beschlägt bestimmt die Kamera. Deswegen gehen wir da mal in sichere Entfernung. Laufen hier rüber. Schauen mal, wie er es rübernimmt. Da, auf die... aufs Gitter gestellt, wunderbar. Seht ihr das? Beim Bob hat sich automatisch einfach noch Käse dazu gebacken. Wie, was war da denn los? Und bei mir, hey, seht ihr die Dragon Balls? Richtig genial. Da hat sich noch ein Klößchen. Ah, ah, Mann, verabschiedet. Jetzt liegt's unten. Das legen wir noch irgendwo hin. Wenn ich durch die Kamera gucke, sehe ich nichts. So, da liegt's doch gut. Das sieht doch gut aus. Da die kleine Ramses-Pizza mit Hackbällchen, Eiwa scharf. Und da die große Bob-Pizza mit Hackbällchen, Eiwa scharf. Wem würdet ihr euren Punkt geben für das Design? Ein Punkt für die Bob-Pizza oder ein Punkt für die Ramses-Pizza? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es ums Aussehen geht. Wir werden die jetzt gleich mal probieren und dann gucken, wie die schmecken, ob die gut sind. Das kann man natürlich auch machen. Macht euch auch mal so eine Fleischklößchen-Pizza. Sieht auf jeden Fall genial aus. So, der Adi testet schon mal, wie das ausschaut. Wir haben es jetzt nämlich auf die Teller umgelagert. Ihr seht schon, der Gesichtsausdruck ist interessiert. Aber das ist natürlich noch warm. Deswegen wird er da hoffentlich nichts runternaschen. Denke ich mal. Ein Look durch die Katze. Sieht auf jeden Fall gut aus. Aber es ist schon wieder scheiß dunkel, deswegen sieht man wieder so gut wie nichts. Jetzt tut der Adi noch das ganze Licht wegnehmen. Mensch, Adi, was machst du denn? Wir werden jetzt in die Stube gehen, werden da gemütlich essen und schauen. Ja. Also nach mehrmonatiger Abstimmung hat ein Bob seine wahrscheinlich den Schönheitspreis gewonnen, weil die definitiv besser aussieht als das. Aber wie ist es denn geschmacklich, ne? Der Bob, der probiert schon, der Bob, der hat sich schon verbrannt, dem Bob, dem schmilzt die Zunge. Ich meine, geschmacklich. Schmeckt super. Schmeckt super, ja. Das hast du bei den Würsten auch gesagt. Toll. Das war ja jetzt nur Boden. So schmeckt also der Margarita-Boden. Sehr gut. Und da haben wir noch die Ja mit Margarita-Boden. Willst du hiervon fix einmal probieren, dass du der kennende Star bist, der Kochszene? Muss ich nicht anfangen zu schneiden. Musst du ja im Prinzip... Im Prinzip geht es ja wahrscheinlich in erster Linie wirklich nur um den Boden, um die Tomatensauce, die drauf ist, um den Käse des Belags, normal. Weil die Klößchen sind ja dieselben und es ist schon eine Art Kuchen, guck. Der Hackballkuchen. Oh mein Gott! Ich sehe schon gleich Licht unten. Und ist muffig, schmeckt nicht so krass. Hä? Ist auch gut, ne? Dachte ich mir schon. Für das so Billiges geht es eigentlich. Seht ihr, das Billige, das geht doch auch! Nur weil die Klöße drauf liegen. Nur wegen die Klößchen, genau. Nee, aber wenn ihr sowas habt und euch eine Pizza selbst belegen wollt, habt ihr natürlich mit so einer günstigen Margarita gute Chancen. Und mit dem Geschmack erzeugt, mit dem Belag erzeugt ihr natürlich den Geschmack. Mit ganz einfachen Mitteln könnt ihr da was richtig Fettes zaubern, wie man sieht. Das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Der Ramses probiert nämlich gar nicht. Nein, warte mal, ich muss es anders machen. Ich schneide jetzt mir auch ein Stück ab von meiner und werde dann da probieren. Ich finde, ach, die Beleuchtung hier. So machst du, hast du Schatten, so hast du Schatten, so hast du Schatten, egal wie du machst. Ich muss ja mal ein Studio bauen. Wird wahrscheinlich jetzt jeder wieder Maulsperre kriegen.
Kann man essen. Also der Boden. Man kriegt nicht viel vom Brot mit, aber irgendwie ist es, glaube ich, trotzdem schon ein bisschen kalt. Entweder hätte der Boden an sich noch länger drin sein können. Weil oben die Fleischklößchen, die waren ja nicht gefroren, aber die Pizza war gefroren. Ist ja klar, wenn oben alles schwarz ist, dass der Boden vielleicht gerade mal so lauwarm ist. Dann wäre mein aber verbrannt. Aber genau, dein ist ja dünner und anders. So kann man sie wenigstens gleich direkt essen. Deswegen denke ich mal, werde ich die zusammenrollen und die dann zusammengerollt als Calzone essen. Dann ist es nämlich noch saftiger. Die Bällchen passen aber richtig gut dazu. Auch der Käse oben nochmal, auch durch die Füllung innen drin, ist das nicht zu trocken und zu fleischig. Macht nochmal eine ganz andere Note, also ich bin begeistert. Sehr cool, Bob, danke dafür, dass du die Fleischbällchen gekauft hast. Ich hatte nämlich keine Kohle dabei, hat der Bob gesagt, komm, wir nehmen gleich zwei Packungen mit. Test mal, gute Idee auch mit der Pizza, ne? Wie wir das gemacht haben. Ich bin begeistert, so kann es weitergehen. Ich sag schon mal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, wenn ihr auch lustige Ideen habt, wie man eine Margarita-Pizza noch belegen kann. Ich werde jetzt noch zusammenrollen und dann mal genüsslich reinbeißen. Das filmt der Bob vielleicht noch, aber ich verabschiede mich schon mal. Man könnte natürlich in den Titel auch schreiben Pizza Pac-Man, ne? Statt Pizza Hackbällchen. Wenn man das so nimmt, Pizza Pac-Man und das als Thumbnail. Ach. Nee, mal gucken, das machen wir schon irgendwie. Ist natürlich doof, dass vorne die Lücke fehlt, da wird nämlich jetzt alles rausfallen. Aber wenn ihr das jetzt so zusammenknüllt, dann seht ihr, habt ihr einen richtig saftigen Döner, eventuell. Wo ihr reinbeißen könnt. Und alles wundervoll. Das ist Fast Food. Fett for life auf jeden Fall. Aber kann man machen. Wenn ihr Tipps habt, andere Belege, schreibt's rein. Wir testen alles.